Hallo, oh, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir müssen zu Lapras, nachdem wir ein paar Sachen gelagert haben. Georok Brock. Böse Biere können wir lagern. Ja, zwei nehmen wir mal mit. Fünf Sinelbeeren. Oh, ganz viele. Oh, wir haben so schön viele Belebersamen. Oh, ist das herrlich. So schön viele Belebersamen. Ja, lagern, genau. So. Ich hatte gerade das Gefühl, es hat hier geklingelt. Huh. Okay. Braungummi könnten wir uns eigentlich gönnen, aber nee. Irgendwie hatte ich das gerade. Ich hatte gerade das Gefühl, dass es an der Tür geklingelt hat. Ey, what the fuck? So, die Poke behalten wir mal. Runter geht's. Warte, erstmal will ich Haru wieder ins Team holen. Vielleicht kann er jetzt gleich... Nein, ich möchte... Nein, nicht speichern. Palim, palim. Hallo. Mitglieder. Ich will Haru wieder dabei haben. Da ist er. Ja, danke. Mann, ey. Ich hoffe, Haru kann jetzt irgendwie mitkommen. Ich hoffe es. Entschuldige, Lapras, es gibt etwas, das ich gern fragen würde. Wir untersuchen die Verzerrung im Raumgefüge. Verzerrung des Raumes selbst? Ja, und wir würden gerne alles wissen, was du darüber weißt, Lapras. Kannst du uns helfen? Weißt du irgendwas? Tut mir leid. Ich weiß nichts über die Verzerrung des Raumes. Oh, verstehe. Allerdings, ich kenne ein Wesen, das den Raum selbst verkörpert. Ja, was? Ein Wesen, das den Raum selbst verkörpert? Ja, Zeit und Raum sind eng verbunden. Also so wie Dialga über die Zeit selbst gebietet, so gibt es ein Wesen, das über das Raumgefüge wacht. Dieses Wesen, wer ist es? Sein Name ist Palkia. Diesem Wesen sagt man die Fähigkeit nach, den Raum selbst verzehren zu können. Und die Raumspalte soll sein Reich sein. Dieses Wesen, das über den Raum gebietet, Palkia. Noch ein Wesen wie Dialga. Wenn wir Palkia treffen, können wir vielleicht etwas über die Raumverzerrung erfahren. Also, wie gelangen wir zur Raumspalte? Kannst du uns dorthin reisen, Lapras? Genauso wie zum verborgenen Land? Ich enttäusche euch ungern, aber ich kann nicht zur Raumspalte reisen. Ich weiß nicht mal, wo sie liegt. Mehr kann ich euch nicht sagen. Oh, na gut. Es tut mir leid, Dragon. Tut mir leid, dass ich keine große Hilfe bin. Nein, nein, das macht nichts. Es ist eine große Hilfe, dass wir von Palkia wissen. Danke, Lapras. Wir forschen ab hier alleine weiter. Nice. Sehr gut. Also, eigentlich wusste Lapras nicht viel über die Verzerrung des Raumes. Aber von ihm wissen wir, dass Palkia den Raum selbst kontrolliert. Und dass dieses Wesen in der Raumspalte wohnt. Palkia, was? Wenn wir Palkia finden, können wir es auch über die Raumverzerrung befragen. Aber wir haben keinen Anhaltspunkt, wo die Raumspalte sein kann. Aha, das ist jetzt wohl noch kein Grund zur Sorge. Forschen wir morgen in der Sache weiter. Aufgeben wird nicht, Doki. Aufgegeben wird nicht. Schon wieder schlafen, ey? Schon wieder Nacht? Mann, Zeit vergeht aber schnell hier. Ich hätte mir Trinken holen sollen. Verdammt. Erschütterungen. Wow. Oh. Habe ich euch endlich gefunden. Die Schänder, die den Raum verzerren. Ja, wer bist du? Ich bin Palkia. Ich herrsche über den Raum. Ich gebiete über die drei Dimensionen. Palkia? Ja, du bist Palkia? Ihr könnt nicht fliehen. Dies ist euer Ende. What? Alles klar! Wo sind wir hier? Dies ist mein Herrschaftsgebiet, die Raumspalte. Was? Das ist die Raumspalte? Ihr wagt es, ohne meine Erlaubnis den Raum zu verzerren? Ich werde mich euch, eurer jetzt entledigen. Was? Das ist das Ende. Was machst du?
Hinter uns ist absolut nichts. Jo! Sie sind gefallen. Aber vor mir gibt es keine drinnen. Was ist das denn? Ja. Ja, oh. Ja, alles okay, Doggy? Sieht so aus, als seien wir irgendwo anders gelandet. Aber das war echt ein Schock. Wer hätte gedacht, dass die Dinge sich so entwickeln würden? Ich verstehe das nicht. Warum hat Palkia uns plötzlich angegriffen? Es hat uns wohl wegen der Verzerrung des Raumes angebrüllt. Palkia? Palkia schien zu wissen, dass wir für die Verzerrung des Raumes verantwortlich sind. Dann griff es uns an. Aber ich verstehe nicht, warum. Eins ist jedoch sicher, Palkia versucht uns loszuwerden. Vielleicht plant es einen neuen Angriff. Wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Lass uns so bald wie möglich gehen, Doki. Yo. Heilige Kacke! Alter Vater, was ist... What? Yo. Ich hätte gern noch einen Apfel. Eisendorn nehme ich auch mal mit. Noch gern einen Apfel, genau. Haben wir noch Beleber... Alter, haben wir viele Äpfel, what the fuck? Haben wir noch Belebersamen dabei? Nee, haben wir nicht, ne? Okay, dann nehmen wir nur das. 92 Ei, okay, alles klar. Oi, oi, oi. Alter, das war gerade, ey, wow. Das hab selbst ich nicht erwartet. Ohne Witz. Heilige Kacke, ey. Blendsamen. Wer braucht denn Blendsamen? Machen wir mal so. Wow, ich hab gar nicht. Oh. Nice. Ich dachte, ich hab das fixiert und nicht Gigasauger und so. Nice. Super, super, Doki. Ja, ich bin ja begeistert. Plaudergei, hallo. Na? Wie geht's dir so, Plaudergei? Jo, jetzt besiegt. Wir müssen das Plaudergei dem anderen Plaudergei vorstellen. Ja, ich glaube, das, ja, ist eine gute Sache. Partnervermittlung. Dokis Partnervermittlung. Was ist das denn? Galagladi, scheiße, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Das sah krass aus. Oh, die ganzen... ich sag mal neuen Entwicklungen. Das sind ja keine neuen Entwicklungen, aber... die sind ja schon nicht mehr neu. Aber die meisten Entwicklungen kenne ich halt einfach gar nicht. So wirklich. Belebersam! Sehr gut. Nice. Patz. Heieiei, ey. Oh Mann, irgendwie will ich ja nicht in der Raumspalte sein, ne? Ich habe das Gefühl, wenn wir gegen Palkia kämpfen sollten... Verkacken wir. Was ist das nochmal mit dem Pokémon Wasser, ne? Drache Wasser? Glaube ich. Ich glaube schon. Dialga ist der Drache Stahl und ich glaube... Oder was? War Palkia Drache Wasser? Ich weiß es nicht mehr, fuck. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Ich glaube aber, das war Drache Wasser. Ha. Das heißt auf jeden Fall, dass Pflanzenattacken normal Damage machen. Also, die nicht effektiv sind, aber auch nicht effektiv. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Komm, oh, schade. Ich dachte, noch ein Belebersamen. Das wäre cool. So, und ich schätze, die Raumspalte hat auch wieder so 20 Ebenen. So, würde ich jetzt mal meinen. Put. Hey. Putz. Okay, schön besiegt. Aber ich glaube, hier in dem Dungeon oder so werden wir Level 50. Ich glaube schon. Obwohl, ich weiß ja gar nicht, wie viel fehlt... Oh, zack. Wie viel fehlt uns denn noch so an Erfahrungspunkten? Mir fehlt noch 11.000, okay. Und 1.000, okay. Dragon wird auf jeden Fall Level 50, schätze ich. Aber wie, weiß ich noch nicht. Wenn wir überhaupt noch auf Pokémon treffen. Und sie nicht die ganze Zeit schlafen würden. Aber, naja. Annullierorb ist beklebt. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Wir müssen fixieren. Zack. Nice. Oh. Oh, das war Damage. Okay, nice. Und Dragon ist Level 50. Super geil. Schön, schön. Georockbrock brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Würde ich jetzt mal sagen. Apfel nehmen wir gerne mit. Auch wenn wir einfach so viele Äpfel haben, das ist unglaublich. Den Orb lassen wir auch mal in Ruhe.
Sowas will ich jetzt gar nicht mehr aufheben. So ein Band hebe ich gerne auf. Oh nein. Foxy Quack. Hä? Nein. Aua, ich dachte, es wird besiegt dadurch. Ach Mann. Anti-Hafthut. Das ist doch, das macht doch, dass nichts verklebt werden kann, ne? Ich glaube, das macht das Item. So, wo geht es lang? Nein, es geht zu uns. Nein! Okay. Dann besieg es halt, Dragon. Komm schon. Nice. Komm hier runter, Dragon. Oh, Glurak. Batz. Wir machen so viel Damage. Wow, wir machen echt gar kein Damage. Zack. Alter, wie okay, komm schon. Ach komm, Bronzeheel. Ist das dein Ernte? Hä? Ah. Zack, nice. Gibt aber auch ganz coole Erfahrungspunkte. 1000 ist okay. Wenn man überlegt, dass wir nur... Ach komm schon, komm, geh in die richtige Richtung. Nein! Komm schon, Doki. Du schaffst das. Ach komm schon, nicht dein Ernst. Mann, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es. Zack. Dragon. Du bist gerade so ein bisschen... Weiß ich nicht. Stehst auf einem doofen Platz. Scheiße. Okay, sehr gut. Okay, doch nicht sehr gut. Das war echt doof. Das war echt, echt doof. Egal, jetzt haben wir einen Belebersamen. Ach komm. Ist okay, wir haben echt gut was am Belebersamen. Also ist das schon okay. Ach verdammt, das ist okay. Harte Box. Das war echt gerade Pech, dass wir da nicht, also dass die Falle da noch ein Platz vorher ist. Das war echt super Pech. Super, super Pech. Ach man. Ach man. Hallo. Putz. Putsch. Super. Noch zwei Einsätze, dann sind unsere Link-Attacken weg. Hatten wir noch ein neues Top-Elixier mitgenommen? Ich bin mir da nämlich gar nicht sicher. Okay, komm, Dragon, das schaffst du. Nice. Sehr gut. Stock. Eisendorn. Hallo, Toxiquack. Eieiei. Das war Damage. Ein Einsatz noch. Ja, wir müssen Top-Elixier trinken. Okay, wir haben drei Stück, das ist okay. Ja, Doki. Zack. 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 Was, nicht besiegt? Ah, hab ich jetzt eigentlich erwartet. TM, Spukball. Ist nett. Ist sehr nett. U14 schon. Hoiuiui. Feuerattacken sind verstärkt. Neuer Ausdauerband. Ja, okay. Oh, wenn wir wieder in der Stadt sind, können wir erstmal so schön viel Sachen aus dem Lager verkaufen, ey. Bisschen Lager wieder ausmisten. Wir sind bei 13 Minuten, okay. Ich wollte gerade sagen, ey. Nicht, dass ich den Part wieder 1000 Jahre überziehe. Dass der letzte Part wieder so lange ging, das war... Also, ich habe erstens nicht auf die Zeit geachtet. Und zweitens nicht erwartet, dass wir so viel... Also, dass so viele Lava-Szenen sind, sag ich mal. Oh, la... La? La? Was ist denn La? Was wollte ich denn aus La machen? Lovely. Level up. Yeah. Was haben wir da für ein Item? Oh, ein Samen. Den will ich haben. Ja, nicht so große, nicht so lange Szenen sind. So Sprachszenen, so. Habe ich jetzt nicht erwartet. Belebersamen! Sehr gut. Gut, dass ich ihn aufgehoben habe. Ich wollte nämlich erst nichts machen. Ich wollte ihn einfach erst ignorieren. Aber gut, dass ich es gemacht habe. Dass ich ihn aufgehoben habe. Pills of Shawl, okay. Oh, wir sind in der Mitte, oder? Ja, Mitte, okay. Lagern können wir hier nicht, ne? Scheiße. Mann, no. Okay, ja, komm, machen wir noch weiter. Den Bad jetzt zu beenden wäre doof. Sehr, sehr doof. Zack. Okay, wir können, wie es aussieht, kein Item mehr aufheben. Zack. Nein! Aber die Attacke ist eigentlich ganz cool.
So, wenn jetzt Gigasauger daneben gehen würde, wäre es jetzt ein bisschen doof. Die Pilsifbeere würde ich gerne noch mitnehmen. Wir haben ja dafür einen Samen hier. Den essen wir einfach mal schnell. Wenn Gigasauger daneben geht, ist es ein bisschen doof, weil dann trifft Knirscher auch nicht mehr. Aber ansonsten ist das eigentlich eine ganz coole Attacke. Ist halt für Rasierblatt und so ist es jetzt nicht schlimm. Weil da haben wir ja eh zwei Range-Attacken. Was ist hier? Taucher. Oh, nehme ich auch gerne mit. Tauschen wir mal gegen den Flinksamen. Das brauchen wir ja nicht. Also die ganzen Samen und so, die bringen ja auch nicht wirklich was beim Verkaufen. Das heißt, die können wir gerne wegschmeißen. Die ganzen Boxen bringen ja auch nicht so viel. Gusto-Samen brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Alter! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Kusch! Nice! Aufbereitung, komm. TMs nehmen wir gerne mit. Kann man ja immer ganz gut gebrauchen. Och, schon wieder ein Feld vorher. Ist das dein Ernst? Und dann kommt da noch ein Magneson. Geh weg. Und da ist sogar noch... noch eine Falle, ne? Diese Fallen. Diese Fallen sind echt... Nee, ich mag Fallen nicht. Schlafsamen brauchen wir nicht. Oh, hallo. Das war mehr Damage als erwartet. Schlaforb. Orbs. Kein Mensch braucht Orb. Oh, hallo, Magneson. Zack. Zack. Es hat weniger Leben als erwartet. Ist das noch Köderorb? Ha. Tiefe Raumspalte U4 schon. Hallo. Wie heißt es nochmal? Elvoltec, genau. Zwei Einsätze noch. Kämpfe ich mal ein bisschen mit Eisendorn. Au! Das tat weh. Bei Dragon zumindest. Ist da oben Skorgler. Aua! Das war Aua! Kehrtwende macht Schaden. Ist aber eine Käferattacke, ne? Glaube ich. Oh nee! Wie mache ich das? Wir machen es so. Du bist ein Spacki-Dragon. Du bist ein Spacki. Oh. Wow. Geh doch einfach einen Schritt weiter zu uns, zu mir, Dragon. Komm, komm hoch. Nicht ruckzucki. Ich hasse Monsterräume. Ich hasse Monsterräume. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich hoffe ja. Warte mal, haben wir nicht hier... Schleudert ein Pokémon weg. Ja gut. Nulliorb, zerstört Fallen. Mache ich einen Fliorb? Ich habe keinen Bock, meine 5 Belebersamen hier noch zu verschwenden. Das hier sind halt die schlimmsten gerade. Aber es bringt... Ich muss es angreifen. Es bringt eigentlich nichts. Weil ich mache halt nicht so viel Schaden. Rauchwolke, nicht dein Ernst. Oh Mann. Ja, okay, wir sind schon wieder. Ich setz. Nee. Nee. Ja. Ich setz. Halt jetzt alle Pokémon im Raum, ne? Ich setze Fliorb ein, Leute. Wir haben 4 vergackte Belebersamen noch. Wir haben, glaube ich, gerade 3 oder 4 verbraucht. Ja, es ist auch wieder voll. Och, schön. Nee, ich setze den Fliorb ein. Es tut mir leid, Leute, wir müssen den Fliorb einsetzen. Sind wir in der Mitte des Dungeons? Bitte. Ja, okay.
Aber wir haben nichts verloren, oder? Keine Items verloren? Keine Items verloren? Nee, gut. Wir haben noch 4 Belebersamen. Wir haben gerade 4 Belebersamen verbraucht. Das ist doch ein Scheiß. Oh, ich hasse Monsterräume. Wie soll man das denn schaffen? Das geht doch nicht. Mann. Oh. Naja, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.